wird sich sicher durchsetzen. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben 10 Getreide noch im Verkauf. Dann verkaufe ich die mal, damit wir wieder ein bisschen Geld kriegen. Kann so eine smarte Flasche, die kann mehr fassen. Ja, das ist, ich weiß gar nicht, wie viel genau. 15.000? Weiß ich, nee, ja, 6 kann eine normale, glaube ich. 6 kann eine normale. Oder 8? Ja. Nee, ich glaube 6. Ne, 6 glaube ich ist normal und dann wird es kritisch, ob es implodiert. Implodiert, detoniert, explodiert. Auf jeden Fall irgendwas mit detonieren. Detonation. Okay, also ihm hier habe ich ein bisschen Geld aus den Rippen geleiert. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was die Smarte... Smart-Gun ist, das sagt Skaki gerade. 20? Okay. Aber 20... Sonst könnte er, glaube ich, nichts mehr, oder? Sonst kann er einfach nur mehr fassen. Smart-Kanister. Mein Gott, ey, hör doch auf damit. Was denn? Dann dauern diese Landeöffnungen hier. Entschuldigung! Ja? Steht hier gar nichts, ne? Ich weiß gar nicht, ob da überall Fenster drin sind, bin ich ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass da zum Teil da noch überall Fenster 20 drin sind. Hier, wirklich. Irre. Hier kommt schon wieder Green Futures. Ein 6x6 Schiff. Das ist auch mal was Neues. Aber der braucht 100 Jahre, um überhaupt hier Kontakt zu kriegen. Aber so viel, ich glaube, da müsste ich erstmal kurz reingehen. Und mal kurz die Ante checken. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Rohr, was aus der Base in den in das Lager oben führt, wo wir Schrott verkaufen können. Das ist quasi ein Einwurf, wo wir alles reinschmeißen können, was in den Verkauf gehen soll. Wie jetzt Gemüse oder so, ne? Obst, alles. Achso, warte, ich wollte meinen Tank auch noch leeren. Nicht funktioniert. Das war wieder Terror. Bitter. Unsere Klimaanlage macht einen guten Job hier. Bin immer am Kochlerk, dann viel Erfolg, Code Blue, und ich hoffe, es wird großartig. So. Ah, ist immer noch nicht seeding, ne? Offering kann man dann auch reinschweißen. Nur ein paar. Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine Lüge. Warum lügt ihr heutzutage alle so viel, Leute? Warum? Was ist denn los mit euch? Was ist los mit euch? Seid doch einmal etwas ehrlich, hm? Einmal! Was? Einmal so? Mehr wird doch gar nicht verlangt. Hä? Da geht doch noch mehr, oder? Wieder keine Luft. Naja. Wieder. Waldviertler? Nee. Kein Waldviertler? Wie kommt man auf so einen Gedanken, ey? So, ich glaube, wir lassen uns noch mal ein bisschen, bisschen arbeiten. Hier, da kommen manchmal nur ein und manchmal kommen zwei Dagas raus. Ich will ja auch ein bisschen Daga fahren als Lagergut haben. Auch für schlechte Zeiten mal. Ach, hier sind ja auch noch mal Kartoffels. Mal oben schauen. Oben waren auch noch Kartoffels. Die könnte ich aber einpflanzen gerade, ne? Mein Zappes ist ja jetzt gerade nicht da. Ah, lass mal schon kurz offen. Außerdem freut sich Pazi immer, wenn wir frische Kartoffeln anbauen. Natürlich. Ich freue mich immer. Immer? So sehr?
Immer. Ich nehme die da mal mit und pack die mal oben in den Verkauf rein. 13 mal Kartoffel, das bringt uns ein paar Kröten. Heine Witzka, grüß dich! Hi! Wieso geht das da nicht rein? Wieso kann ich die Kartoffel da nicht reintun? Der ist voll oder was? Ist ein Haufen Stuff noch drin. Nimmt das wieder auf. Wir sind echt voll. Ja, jetzt hat er es drin. Okay. Geht doch nicht schneller jetzt. Komm. Hoffen wir mal, dass es besser wird als das. Mehr Saft drauf geben. Ich trau mich halt nicht. Das Ding zieht jetzt schon 22 kW. Ich kann auf 27 erhöhen, aber dann bricht uns die Netzleistung zusammen. Nee, das schafft das System nicht. Da brennen wir die Batterien durch. So. Na komm jetzt. Gib mir! Nee. Unser Strom bricht zusammen. Jo. Das ist nix. Da brauchen wir ein Partybert. Ja, Moment. Nein, Quatsch, lass doch. Ich kann halt nicht auf 27 kW hochgehen. Mit 27 kW? Die Satzschüssel braucht so viel, um halb voll zu laufen. Aber mir bricht mein Terminal ständig ab, weil wahrscheinlich die Leitung komplett überlastet ist hier oben. Ich drehe nachher. Wenn das drüber weitergeht. Elevator Level. Danke.
Wir haben die alte Schüssel haben wir als Backup noch hier stehen. Für den Fall, dass wir sie brauchen. Gut. Weil die große so viel Energie zieht, dass die alte ist aus, die ist abgeschaltet, aber die dient als Backup, die werden wir oben auch noch hinbauen. Einfach nur als Backup-Schaltung für den Fall, weil die große so viel Energie braucht. Zur Not haben wir wenigstens noch überhaupt die Möglichkeit, mit der kleinen Schüssel an Händler zu kommen, mit relativ wenig Stromaufwand. Der Bug mit dem Aufzug, das die Atmosphäre produziert, existiert nach wie vor. Ja? Ja. Hast du gerade War gerade. Ah. Zum Glück ist es hier nicht so schlimm, aber ich hatte gerade das plötzlich, ja, heiße Luft entgegenkam, nachdem ich einen Elevator platziert hatte. Ja, vielleicht ist das dann beim nächsten Laden, wenn er das dann mit dem Spielstand mitlädt, vielleicht dann wieder weg. Weißt du, wie ich meine? Dann dürfen wir halt den Turm jetzt nicht zumachen, sonst kriegt er Überdruck, aber... Ja. Ansonsten... Ja, ist er nicht zu, der ist ja unten offen. Also entweder haben wir so einen schlechten Empfang gerade da drauf, das kann natürlich sein. Hopp, ich hab alle Wände. Ja, der Turm ist fertig, Leute. Ja? Ja. Ich muss nur hoffen, dass der Aufzug wieder funktioniert. Sind da Fenster drin? Hier irgendwo? Ich kann es nicht genau sagen, wo. Schaut so aus, als wären keine Fenster drin. Ja, das schaut bei manchen Etagen so aus, aber ich bin nicht. Ich kann dir gleich Stopp sagen. Noch eine noch. Jetzt hier, da und Stopp in der Ecke. Da, ja, danke. Die habe ich nicht gesehen. Weil die habe ich von unten, hat das so leer ausgesehen. Ja, da ist auch nichts drin. Kriegt der da irgendwas? Ich glaube tatsächlich, wenn wir die Schüssel hier noch ein bisschen rüberdrehen. Da kam ein neuer. Den können wir aber mal ganz kurz holen. Vorsicht, Party! Okay, zumindest funktioniert das nicht, wenn ich zwei wegmache. Savira, willkommen zurück! Hi! Ich kann nichts mehr. Mein Spielstand hängt gerade. Ja, meiner auch. Kann nichts mehr machen. Nee, er hängt gerade komplett. Und da sind wir draußen. Bist du draußen? Ich bin rausgefallen, ne? Oh no. Ich alte Viere mich raus. So, Leute. Schön das, war's. Da haben wir mal wieder einen super tollen, schönen, wunderbaren, geilen Bug. Programm schließen, ja. Das Spiel ist abgestürzt. Ja. Gib mir einen Sekund. Naja, kein Stress. Nur keinen Stress. Abspeichern, nee, du kannst ja gar nichts mehr machen. Wenn das Spiel so abstürzt, kannst du überhaupt nichts mehr klicken. Dann hilft nur noch wirklich raustappen und das ganze Dinge nochmal neu aufmachen. Dann hängt auch der Cloud-Upload hängen fest. Übrigens, das letzte Update ist das vom 6. April? Ja. Das war das Performance-Update, ne? Das war das Performance-Update, ja. Hat ja nicht so geklappt, Performance-Update, ne? was so meh ist, ne? Semi-gut. Okay, jetzt kann ich das Spiel wieder starten. Na, dann schauen wir mal.
1941 war das letzte Autosave-Update. Ja, vor 5 Minuten. Das ist okay. Passt dann, ja. Denke schon. Denke schon. Okay, er lädt die Dinge. Ja. Und ready for takeoff, Partybert. Ready for takeoff. Gucken wir mal. Ja. Passwort 1234. Aber nicht verschreiben. Scheiße, jetzt habe ich glaube ich 1224 geschrieben. Nein! Lücke, das Problem, was du beschreibst, ist ein Konnektivitätsproblem. Das hatten wir auch schon mal. Dass der Spieler denkt, er bewegt sich, aber bei dem Host steht er an einer Stelle. Irgendwann bewegt sich der Spieler weiter. Aber da, wo der letzte bekannte Aufenthaltsort war, wo der Server ihn das letzte Mal registriert hat, passieren Dinge. Das heißt, schmeiße ich was aus dem Inventar, landet es dort, wo ich vermeintlich stand. Das ist so ein bisschen das Problem gewesen. Hatten wir auch schon, aber zum Glück schon lange nicht mehr. So, wo war ich jetzt? Die Aufzüge wegmachen. Funktioniert das jetzt? Kann ich? Heute nur zu zweit. Naja, Code Blue kommt noch. Der macht jetzt bloß Essen und der muss jetzt auch erstmal ein Schnüpfelchen essen. Ne? Der hat heute ganzen Tag gearbeitet. Da muss das mal drin sein, ne? Ausnahmsweise. Der stürzt schon wieder ab. Bei mir ja auch. Ich glaube, die Elevator sind gerade verpackt. Hast du gerade einen Elevator gesetzt? Ja. Ne, ich wollte gerade einen abreißen, weil die Elevators schon wieder nicht funktionieren. Und da schmiert das Spiel ab. Gut, dann haben wir zwei Elevators platziert, aber wir können sie nie wieder verwenden. Zumindest jetzt nicht. Ja. Zumindest jetzt nicht, ja. Kann ja sein, dass nach dem nächsten Update plötzlich alles wieder tutti geht, ne? Ja, das ist richtig. Naja, okay, ist ja kein Ding. Dann lassen wir heute mal die Elevator in Ruhe. Ja. Und wir haben ja noch mehr zu tun. Also es gibt ja an dem Turm noch mehr als nur Elevator. Ja. Blöd ist trotzdem, wenn man mit dem Elevator nicht mehr rauf und runter fahren kann und alles zu Fuß rauf und runter laufen muss. Ja. Okay. Spiel lädt gleich. Ist drinnen Party? Sehr schön. Neun World. Ich schalte mal gerade die Satzschüssel kurz aus, weil die verbraucht so viel Strom, dass nicht mal mehr die Rechner laufen. Und die zieht halt konstant 27 kW, ne? Ah ja, da kommt Partybert. Ich hoffe doch. Ja, ja. Ja, aber wir können trotzdem oben eigentlich jetzt die den Ausbau wagen. Ja, wir können ja trotzdem oben schon mal den ersten Anbau des Parzi-Turms bauen. Weil das stört ja nicht. Das können wir ja trotzdem machen. Wie, ihr sollt das nochmal versuchen wegzuflexen? Kein Problem. Nein! Don't touch anything! Ja, oder beziehungsweise, Pazzi, du könntest auch eigentlich mit mir zusammen schon mal hier den Tower-Bereich weiterbauen. Ja, ich bin ja schon am Weg. Da muss Boden rein. Ja, und das dauert noch. Strom ist ja schon hier. Wände müssen ran, also da ist noch. Ich habe bloß keine Wände dabei. Das Einzige, was ich machen könnte, ist nach oben zu gehen.
und oben Bodenpaneele zu oben Bodenpaneele zu setzen. Hier. Und kreisrund immer weiter auszubauen, um den Party-Tower. Oh nein, da ist eine falsche Wand platziert. Da ist eine dicke Wand platziert. Könnte ja gar nichts. Boah, das muss ich mal kurz ein Päuschen machen auf dem Weg. Haben wir es aber gleich. Also ohne Aufzüge da hochzugehen ist echt unangenehm. Also das ist nicht schön. Der letzte Aufzug ist dann die Türe hier. Okay. Das dann quasi... Und hier kommt man dann raus. Da müssen aber... da müssen hier aber noch Türen rein statt Fenster. An alle Richtungen. Ich fange jetzt mal hier einfach an mit dem ersten, mit dem ersten Ausreißen. Mit was ausreißen? Ich will ja hier oben, wir wollen ja hier oben am Party Tower, ja? Ja. Ich kann hier keine, warum kann ich hier keine Foundation setzen? Hä? Warum geht das nicht? Requires support. Weil vielleicht die Bodenplatten nicht als Support gelten. Nein! Das könnte durchaus der Fall sein. Das könnte durchaus der Grund sein dafür. Weil die Fenster nach außen zeigen, ja. Das oder die werden die Fenster nach außen zeigen, ja. Das glaube ich auch eher so, ne? Aber warte mal. Dann machen wir jetzt was Folgendes. Dann gehe ich jetzt mal rein. Weil wenn das jetzt so eine riesen Action wird, dann will ich vorher nochmal... Ich bin nicht voll aufgetankt für sowas. Ich muss... sowas macht man nur mit voller Ladung. Also einmal kurz den Versorgungszwerg machen. Versorgungszwerg! Aber das Gute ist, die Fenster unten können wir auch abreißen, weil ja die Frames von außen dagegen kommen. Da können normale Walls rein. Das sind die Padded Walls. Die machen das Problem, deswegen kann ich da nicht anbauen. Aber in der Ebene drunter kommt ja eh der Fußboden hin. Also von daher ist das gar nicht schlimm so. Weil wir da die Frames haben. Weil wir brauchen die Frames, damit wir das machen können. So. Wenn ich eins bei Station jetzt gelernt habe, dass man nicht experimentiert. Wenn die Aufzüge heute nicht gehen, dann gehen die heute nicht. Dann nimm's einfach. Dann müssen wir das alle einfach hinnehmen, dass es so ist. Dann funktionieren die heute einfach nicht. Leute, das triggert mich so derartig, ey. Das triggert mich richtig. Wir haben da ein leichtes Kohleproblem, fürchte ich, Party. Kohle? Mhm. Was meinst du, Kohle? Hier hinten ist schon wieder ein gigantischer Haufen Kohle. Wo bist denn du? Bist du da hinten? War das jetzt hier? Ja, oder? Ja. Nee, das war der falsche. Das hier. Oh, das sind diese ganzen Einer-Stacks Kohle, ey. Oh. Dafür brauchen wir auch mal irgendwann eine bessere Lösung. Bitte? Ja, ich tue gerade die Wand, die falsch platziert ist, umändern. Ja, ich würde gerne die einzelne Kohle, die wir haben, automatisch weiterleiten in unsere Notstromaggregat. Weil für was anderes brauchen wir sie meistens denn doch nicht. Oder wir bunkern hier mal ein bisschen Kohle zwischen. Für etwaige Schmelzvorgänge, ja. Also wenn wir wieder Stahl brauchen, brauchen wir ja auch ein bisschen Kohle. Aber halt auch nicht so viel, ne?
hier drin. Alles Mögliche. Und hier ist nochmal anderer Stuff drin. So. Okay, dann haben wir das jetzt noch. Dann brauche ich nochmal Frames. Da hinten, das läuft schön. Sehr gut. Ich könnte mal ganz kurz, wenn wir jetzt eh schon da sind, nochmal ein bisschen mit der Geschichte hier weitermachen. Ja, da ist schon noch ein bisschen was vorrätig. 18 Grad hier drin, das können wir mal aufheizen. Ich würde sagen, so 20 Grad hier ist unser Ziel, unsere Zieltemperatur. Das ist so der Plan, den wir jetzt fahren gerade. Ich warte jetzt mal ganz kurz, bis die Hitze reinkommt. Und dann machen wir einfach wieder zu. Es kommt halt mit 463 Grad hier von außen rein, das ist schon viel. So. Du Zwerg, wie möchtest denn du das überhaupt hier haben, dass das hier aussieht? Keine Ahnung. Wunderschön. Ja, Glasfenster oder Wände. Du meinst jetzt im Tower? Ja. Also ich bin da auch ehrlich, da kann auch der Kreativitätswert. Ich habe halt so ein klassisches Tower-Gebäude gedacht, ne? Aber wenn du eine geilere Idee hast, ich bin da offen, ne? Ich habe gerade gar keine Idee, wie ich das hier bauen soll. Was? Ich bin gerade total... Ja. Aber einfach Glasscheiben am besten dahin. Oh Gott, nein! Ich bin aber wirklich frei. Gut, dann haben wir das jetzt. Zwei Glasscheiben mit noch dabei. Ja. Ich komme gleich nochmal hoch, dann können wir nochmal kurz schnacken. Ich brauche Frames. Oh, Padded Walls habe ich 5, 6 Stück produziert, ha? Huh? Was Palace Walls hast du produziert? Ungefähr 50 Stück Millionen. Also wenn du Pallet Walls brauchst, ist es gar kein Problem, ne? Ja, Pallet Walls brauchen wir auf jeden Fall. Habe ich super viele. Also habe ich wirklich super viele. Bazi. Das sind einige. Volango fragt gerade, kann man diese manuelle Steuerung nicht per IC-Modul machen? Ja. Du kannst einen Chip reinpacken, der zum Beispiel sagt, hey, wenn Atemnot hast, ja, dann atme und dann mach aber den Filter wieder zu, wenn genug Sauerstoff wieder da ist. Das geht mit Sicherheit. Bloß, das ist ein bisschen tricky. Und wir haben uns ein bisschen davor gescheut. Beziehungsweise Zappes hat sich da ein bisschen vorgescheut. Aber ich bin mir sicher, er würde das großartig machen. Ich glaube, das ist schon ein richtiger Aufwand, ne? Also ich baue noch ein paar Frames und dann kann ich los. Wie ist denn mein Ladestand? Ladestand ist voll, das heißt, ich kann auch oben dann ein bisschen was machen. Ah, das sind besser als nichts. Den Rest können wir nachproduzieren. Ich muss ja da einmal hochlatschen. Jetzt gehe ich aber erstmal zu Parzi schnell. Und schau mal bei Parzi vorbei. Wie der den Tower quasi sich überlegt.
Ja, ach so, das meinst du, die Temperatur, die wir reinpumpen. Ja, könnte man theoretisch auch automatisieren, ja. Oh, Mensch, da bist du ja schon voll weit, ey. Ja, gut, hier hinten ist klar, ne? Und hier vorne geht es ja ein bisschen höher, ne? Also, da würde ich den Boden aus Glas machen. Also quasi die Padded Walls aus Glas hier so hinlegen. Die zwei nach vorne und dann nach vorne, nach oben gehen. Hier so über diese ganze Ecke. Dass man dann quasi theoretisch auf dem Glas auch stehen könnte. Ich glaube, es könnte geil aussehen. Von beiden Seiten. Damit es dann auch außen cool aussieht. Was meinst du? Fazi? Just sorry, war, ja, ich rede mit dir und war noch mute. Also immer. Heute bin ich wirklich, heute bin ich wirklich Profi am Stade. Ja, ja, sehe ich. Warte, verstehe jetzt, was du meinst. Und was ich brauche halt Padded Walls. Ich hab nichts mehr. Ich würde dich. Padded Walls und Iron Sheets. Kannst du mich auch mal kurz, weißt du? Was? Nicht Iron Sheets, sondern Steel Sheets. Ah, oh, das war wunderschön. Mhm. Gut, dann gehe ich jetzt zum den Party Tower wieder hoch. Weil ich habe oben schon angefangen, die ersten Frames zu setzen. Für unsere Wohnbereiche. Aber ich will hier nicht so oft hochgehen, weißt du? Aus vielen Gründen ist das sinnvoll, das nicht zu machen. Was schon echt weit nach oben geht. Weißt du, das ist immer so, ne? Wenn du irgendwo hin musst, dann sind immer die Aufzüge kaputt. Das ist immer so. So, kann ich jetzt darüber, ohne dass es schief geht? Ja! I've got it, baby! I've got it! So. Jetzt müssen aber dummerweise hier die wunderschönen Party-Wände wieder raus, sonst geht's nicht. Oh. Party, es könnte sein, dass Glasscheiben von der Decke fallen. Also vom Himmel. Also vom Himmel. Eine auf jeden Fall. Da muss ich aufpassen, dass die Zwiebeln die auf den Kopf kommen. Mhm. Die dürfen niemals auf den Kopf knallen. Oh no. Es könnte auch sein, dass ein Steel-Sheet von oben runterkam. Upsi. Seht ihr nicht einmal wo? Jetzt hab ich's im Griff gerade. Wo kamen die von oben runter? Ging die da oben drauf? Also da wo ich oben stehe, da unten drunter müsstest du gelandet sein. Ah. Müssten zwei Sachen runtergekommen sein.